Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Servus. Servus. Wir sind im 10TP auf Ruinenberg und das Ganze in dem Begegnungsgefechtsmodus. Den hier ganz außen. Wo wollen wir hin? Wollen wir hier außen bleiben oder willst du in die City rein? Was ist dir lieber? Bleiben wir hier außen. Okay. Guck mal, da steht eine Flak rum oder irgendwo oder eine Pack. Siehst du das hier? Links von uns? Es sieht schon stimmig aus, ne? Muss man ja schon mal sagen. Also das haben wir schon ganz gut hingekriegt. Ja. Wenn sie jetzt irgendwie noch das Matchmaking verbessern könnten. Ja. Vielleicht skillbasiert oder so. Ja, aber wenn du skillbasiert mit deinem Dreierpanzer immer in ein Fünfergefecht kommst, weil du so gut im Skill hast. Nein, skillbasiert halt anders. Eben mit gleich guten Gegnern. Das wäre gut, ja. Wenn das man. Ach guck mal, die Büsche, die zittern sogar, wenn du jetzt durchfährst. Ja. Ob das die Arti sieht? Ja. Das könnte mich hier noch interessieren. Oder D2 ist ziemlich langsam hier. Hol dich mal. Das schätzt ja mit den zitternden Büschen hier, das finde ich ja lustig. Unten in der Mitte ist einer. Panzer 1C. Erster Feind. Ja, von dem Steward sehe ich zu wenig. Didn't even scratched. Vor mir, TD. Ja, ich habe gerade selber ein Problem. SU-85B. Ja. Einen Hit habe ich jetzt ihm gegeben. Du hast da geplatzt neben dir. Weißt du so durch? Ein CTP hier bei mir. Oh ja. Direkt vor mir, ja genau. Hetzer fährt jetzt unten rum zwischen den Häusern. Ja. Komm nicht ran, Lux kommt rum. Lux ist mir zu schnell. Au, Panzer 1C. Hat er dich? Ja. Das waren zu viele da jetzt in der Mitte. Ah, oh, das ist eindeutig so. Ich muss nicht ran an den Panzer 1C. Ah, 1 AP! Ist das denn der? Ich dieses Tack-Tack-Tack-Tack-Tack schon höre von diesem Panzer 1C ist, ne? Voilà. Den TP schießt mir weg. Das sind zwei Panzer 1C. Himmelfahrtskommando, was du da gemacht hast. Du triffst ja auch nicht aus der Fahrt, ne? Ja. Geht ja einfach nicht. Auch weg. Oh, jetzt steht hier noch die Minimaus hier drin. Hier der Zweierpanzer. Der Panzer 1C hat mich auch mit Gold beschossen. Deswegen ist er so gut bei mir reingekommen. Auch auf 200 Meter. Ja, bei mir auch. Beide Panzer 1, die haben dann mit Gold geschossen, wenn sie mich beide beschossen haben. Ja gut, aber wenn du damit so abgehst, dann... Ja.
Kann man das ja auch mal machen, dann kannst du auch Gold investieren. Beziehungsweise ist ja keine Goldmunition mehr. Ich glaube, du kannst gar nicht mehr umstellen auf Gold. Kannst du nur, das ist nur die teure Munition. Aber wenn sie es jetzt in Ruhe durchkippen, ist auch gut. So, da kommt er von hinten. Hoffentlich kriegt das die Minimaus rechtzeitig mit. Sie guckt schon mal nach hinten, aber dreht sich nicht. Zögert mir zu sehr. Das scheint auf irgendwas zu warten, dass er noch ein anderer mit beim Angriff mitmacht. Blitzkrieg. Keiner bewegt sich, keiner weiß was, keiner macht was. Ah, jetzt kommt er noch den so. Zack, da hat der Marder mal ganz kurz zugeschlagen. Gefährlich wegen der Arti. Oh, der Valentine ist noch full live. Oh. Eieiei. Oha. Oh. Ah. Das war sein Todesurteil. Einer hat ihn weggekriegt. Bahn wegen der Arti. Also ich weiß nicht, warum der S... Der Panzer S35, warum der nichts tut hier? Warum der da einfach nur so da in der Ecke steht und nichts macht, ne? Das ist... Ja, er schaut zwar hin, aber er könnte seine Wanne wenigstens drehen. Ah, so ein Notdessen. Ja, aber auch nur, weil er so rumsteht, ne? Ja. Na gut, Ricky macht er dann trotzdem. So, die Arti hat jetzt nochmal einmal vor den Marder hingeschossen. So. Der Marder, der geht jetzt zur Arti jagen. Oh, nee, wenn ich sowas mal sehe. Hat möglichst viele Sachen kaputt. Oh je. Puh. Wenigstens. Uiuiui. Macht das nochmal spannend, der Marder. Na gut, aber es war ein Sieg. Wenn du, wie du schon sagst, meine Aktion vielleicht ein bisschen unüberlegt war. Aber wir haben noch ein Video für dich gekriegt für heute. Auch schön. Ich würde sagen, das kann man so lassen erstmal. Teamauswertung, ja, ich komme immer in die Top 6 jetzt mittlerweile mit dem Panzer, das ist schon ganz okay. Schlüsse abgegeben, haben wir ein paar, wir haben ein bisschen Schaden gemacht, wir haben auch ein bisschen Spotting gemacht, Schaden haben wir auch ein bisschen abgewehrt an der Panzerung, das glaube ich aber gar nicht bei diesem Panzer, was ist wirklich passiert. Und ja, das war eine Runde World of Tanks hier aus Seagames Studio, mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.